Hello, it's Vlogging Time. Ja, ich habe mir heute ganz spontan einen Tag frei oder Urlaub genommen, weil ich so viel geschafft habe und einfach ein bisschen Ruhe brauche und beziehungsweise frei brauche. Und da das ganze Wochenende gut ausgebucht ist, wir sind bei Freunden und haben halt auch noch so ein paar andere Sachen vor, habe ich mir überlegt, ich genehmige mir jetzt diesen Freitag. Und werde mich gleich in mein Auto setzen und in die Stadt fahren. Fahrradfahren geht leider noch nicht. Also sieht eigentlich alles wieder ganz okay aus. Aber das Greifen funktioniert noch nicht so gut. Und ja, deswegen wollte ich gerne in die Stadt und mal so ein bisschen nach den Sales bei H&M und Zara schauen. Beziehungsweise bei H&M war ich schon und habe dieses wunderschöne Kleidchen mitgenommen. Ich zeige euch das gleich mal. Und ja. Muss zwei Teile zurückgeben, bei denen ich mir halt nicht so sicher war. Und jetzt zeige ich euch mal eben mein Outfit of the Day. Und zwar ist es dieses hübsche Kleidchen, das ich für 35 Euro bei H&M geshoppt habe. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch in die Infobox. Und ja, mein hübsches kleines Täschchen aus dem letzten Jahr, das verlinke ich euch auch. Ich liebe die total, die ist so hübsch. Und dann habe ich bei Amazon diese hübschen Sandalen von Tom Taylor gefunden. Leider, die waren jetzt im Angebot für 27 Euro. Jetzt sind die aber, glaube ich, schon wieder bei 35 oder so. Ich verlinke sie euch auch, weil sie einfach super schön sind. Also wirklich richtig hübsch. Ja. Ich finde, es hat was. Also ich fühle mich ganz wohl. Und man kann das Kleid auch oben auf den Schultern tragen. Ist da ein bisschen. Ja. Das sieht trotzdem hübsch aus, finde ich. Man muss es nicht auf der Schulter tragen. Ist da ein bisschen einfacher zu tragen, wenn man nicht immer zuppeln muss. Also ja, ich bin ganz begeistert. Und jetzt mache ich mich auf den Weg, weil ja, wir haben auch schon wieder 14 Uhr. Ich habe einfach mal wieder viel zu sehr rumgetrödelt. Ich wollte schon um 12 in der Stadt sein, damit ich halt diesen ganzen Feierabendverkehr nicht dabei habe. Das geht mir nämlich voll auf die Nerven. Ja. Aber ist wie es ist, ne? Dafür habe ich mega gut geschlafen oder ausgeschlafen. Hurra! Ja, das Leben ist schön. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja, ich weiß, ich bin die schlechteste Vloggerin aller Zeiten. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich bin gerade in der Stadt angekommen und als ich geparkt habe, beziehungsweise kurz bevor ich geparkt habe, meldete sich mein Freund und sagte, ich komme gleich dazu. Und da mein Freund nicht in meinen Videos erscheinen möchte, irgendwie, ja, ist ja da ein bisschen kamerascheu, musste ich das dann halt jetzt lassen. Aber ich kann euch sagen, ich war bei H&M, habe was zurückgebracht, was ich mir da am Mittwoch gekauft habe, und zwar war das ein Jumpsuit. Ich spiele euch mal ein kleines Video, einen kleinen Videoclip dazu jetzt ein. An sich fand ich den total hübsch, aber man kann kein BH drunter ziehen, weil er halt so Neckholder ist. An sich ist das in der Freizeit jetzt nicht so schlimm, aber auf der Arbeit könnte ich den nicht tragen und in der Freizeit. Ich mache eigentlich, wisst ihr, ich fahre nicht nach Hause, ziehe mich um und gehe dann wieder los. Das mache ich nicht. Und ja, und dann ist es auch noch so, dass das so ein ganz dünner Stoff war und ich habe ja sehr Probleme mit sehr welligen Oberschenkeln. Und wenn der Stoff dann so dünn ist, dann legt sich das da richtig schön rein und zeichnet sich alles ab. Überhaupt nicht schön. Deswegen habe ich mich jetzt von dem Teilchen wieder verabschiedet und ich habe mir eine Leinenhose gekauft, so High Waist. Ich hatte sie erst in 40 an, viel zu groß. In 38 an, viel zu groß. Dann habe ich sie mit in 36 mitgenommen und sie passte dann in der Taille und also überall. Also sie passte, sie war nicht zu weit, aber. Die war halt viel zu lang. Und ich denke mir halt, wenn ich für 40 Euro eine Hose mitnehme, dann sollte die auch irgendwie passen. Und bei der war es halt auch so, der Stoff war so ein bisschen, so ein Iz zu dünn. Und deswegen ist es jetzt auch zurückgegangen. Und ja, ich habe mir jetzt bei Zara ein wunderschönes Outfit gekauft. Einen total tollen High-Waist-Rock, den mein Schatz gefunden hat tatsächlich. Der hat den gesehen und so, ach guck mal Schatz, der ist doch ganz schön. Und ja,
ganz wunderschön. Wunderschöner Rock. Leinenrock, für, der sonst 50 kostete, für 20. Und so ein Wickeltop, das sonst 25 kostete, für 10. Also richtig schön. Und bei Clown & Anton waren wir auch noch schon, also bei C&A, weil er mir ein Hemd zeigen wollte, das ihm gefallen hat. Und beim Rausgehen habe ich ein Kleid gesehen. So ein kurzes Sommerkleidchen für 12,50 Euro habe ich dann auch noch mitgenommen. Also ein paar richtig tolle Teile. Ich bin ganz happy. Also für wenig Geld richtig schöne Sachen gekauft diesen Monat. Ich freue mich schon auf den Fashion Haul. Ja. Ja, sonst gibt es auch eigentlich nicht viel zu sagen. Ich werde jetzt noch zum DM fahren, weil ich noch Nagellackentferner brauche. Und ja, ich glaube sonst eigentlich nichts. Waschmittel, genau. Waschmittel brauche ich noch. Und das erledige ich jetzt noch. Und ja, dann fahre ich nach Hause. Back home again. Genau. Und ein bisschen abgekämpft, ja. Aber es macht nichts. Es war ein wunderschöner Tag. Ist es eigentlich auch schon. Ich bin schon eine ganze Weile zu Hause und habe jetzt gerade mal das Outfit anprobiert, das ich mir bei Zara gekauft habe, wo mein Freund diesen Rock gefunden hat. Ich finde das so schön. Ich fühle mich so wohl. Das ist echt ganz, ganz toll. Natürlich mit einem weißen BH und nicht einem schwarzen BH. Das sieht natürlich doof aus. Ja. Ganz toll. Also ich bin ganz begeistert über diesen tollen Fund. Genau. Und ja, ich hätte euch so gerne ein bisschen was gebloggt, aber ja, das geht halt nicht, wenn mein Freund dabei ist, weil er das einfach nicht möchte. Und das muss man natürlich respektieren. Wenn er irgendwann mal ja sagt, zeige ich ihn euch auch gerne. Ja, vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Genau. Ach, ich bin gerade so froh, dass diese Verfärbung jetzt langsam wirklich zurückgeht. Und ja, hier sieht noch nicht so schön aus, aber dauert auch nicht mehr lange. Ja, und hier sieht es aus wie, wie im Schweinestall. Also es ist echt der Oberhammer. Für mehr Realität auf YouTube zeige ich euch das mal. Das ist mein Schminktisch. Ja, mein Schminktisch. Es ist ein Saustall. Ich habe ein paar Sachen geordert. Wie gesagt, ich war bei H&M einkaufen, bei Zara. Ich habe ein paar Sachen bei Amazon bestellt. Es sind aber auch noch die H&M Sachen dabei. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Scheiß. Ich habe ein paar Sachen aussortiert, das werde ich euch gleich noch zeigen. Und ich wollte euch noch so ein kurzes Update geben zu meinem Vorhaben, ein bisschen gesünder und besser zu leben. Und das funktioniert sehr gut. Ich hatte zwischendurch tatsächlich wieder voll den Rückschlag mit Bingen und so. Der Stress, also ich habe wirklich festgestellt, dass der Stress, der macht das bei mir. Und ich habe da jetzt ein bisschen was verändert und seitdem geht es mir deutlich besser. Und am Gewicht hat sich jetzt nicht viel getan. Ich bin bei 71, 72 Kilo und es ist jetzt nicht unbedingt mein Wohlfühlgewicht, aber ich habe auch keinen Bock, mich dazu stressen, weil, ja, wofür? Ganz ehrlich, entweder ich werde schlanker oder nicht. Im Moment habe ich nicht so richtig viel Appetit, das ist ganz toll, bedeutet nämlich, dass es ganz automatisch wieder zurückgeht. Und ja, also einfach nur versuchen, mehr zu schlafen, sich mehr Zeit für sich zu nehmen und die Arbeitszeiten ein bisschen anzupassen, also ein bisschen weniger zu arbeiten. Und das hat mir jetzt gut getan, die letzten anderthalb, zwei Wochen. Genau, also ich muss auch ehrlich sagen, ich war gar nicht auf der Waage. Also ich kann euch gar nicht sagen, bin ich jetzt schwerer, leichter, also schwerer ganz sicher nicht, aber leichter weiß ich nicht. Ich habe Mittwoch und heute ist, wie gesagt, Freitag, habe ich einiges an Klamotten anprobiert und der Rock, den ich jetzt anhabe, ist in Größe S, aber das bedeutet gar nichts, weil der halt in der Taille so super eng ist, aber sonst sehr weit fällt und das Oberteil ist in einer 38 und ja, alles gut. Die Sachen, die ich mir gekauft habe, sind alle in M oder 38 und
passen alle gut. Also von daher wollen wir darüber mal nicht meckern, ne? Und ganz ehrlich, wen schert das? Wer sagt, dass eine Konfektionsgröße 40 oder 42 oder 46 oder 54 nicht wunderschön ist? Nobody. Und mal ganz ehrlich, ich bin 39, kommt. So schlecht in Schuss bin ich jetzt auch nicht. Genau, jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich aussortiert habe. Das habe ich nämlich schon eine Weile nicht mehr gemacht und ich möchte das Zeug endlich hier wegräumen. Und es ist mega viel. Und ich räume das alles auf mein Bett, das dadurch sicherlich ein bisschen schmutzig wird, weil die Sachen halt jetzt auch in der Küche und was weiß ich überall standen. Aber das Bett muss eh neu bezogen werden. Ich werde nämlich gleich noch meine Beauty-Inventur machen. Und das mache ich immer auf dem Bett, weil es am besten funktioniert. Genau. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich aussortiert habe. Es ist wirklich mega viel. Und zwar habe ich ein paar Bücher aussortiert. Und zwar Kochbücher. Das ist einmal dieses wunderschöne Pasta-Kochbuch und Kürbis und Kopas-Kochbuch. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich könnte ich alle meine Kochbücher aussortieren, weil wenn ich mal nach einem Rezept gucke, gucke ich immer online. Ich gucke nie vorher in die Bücher, niemals. Und deswegen, ja, hier in dem Pasta-Kochbuch ist mir zu viel mit Fleisch drin und ja, normal Pasta kochen kann ich auch so. Dann habe ich dieses kleine Tea-Tray-Ding hier, das finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Wie gesagt, es ist halt schmutzig. Ich werde das sauber machen, das kommt dann in die Flohmarktkiste, weil ich es eigentlich ganz hübsch finde, aber ich brauche es einfach nicht. Packe meinen Tee nicht aus den Pappschachteln hier rein. Das mache ich einfach nicht. Und darum steht es da einfach nur und sifft langsam so vor sich hin. Dann diese Box, in dem war mein ganzes Nagellackzeug und so weiter drin. Und dafür habe ich jetzt eine andere Lösung gefunden. Weil ich jetzt in meinem Alex ein bisschen Platz habe, habe ich jetzt hier meine Nagellacke und mein Nagelzeug reingepackt. Das passt hervorragend. Dafür brauche ich dann nicht eine extra Box in meinem Badezimmer zu deponieren. Das ist einfach Blödsinn. Die ist ganz hübsch. Ich überlege, ob ich die tatsächlich verwende in meinem Schuhregal, dass ich da ein wenig Platz mache und dann meine ganzen ganz flachen Schuhe und Sandalen da reinpacke, weil das eine schöne Größe ist. Das ist das Gute, wenn man nicht auf so ganz großem Fuß lebt. Ich habe Schuhgröße 38 und dann kann ich die hier alle schön reinpacken und habe sie dann alle zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Also das habe ich mir jetzt gedacht. Und den packe ich mir lieber wieder raus, weil sonst suche ich ihn morgen. Das ist nämlich typisch Melanie. Genau, also das habe ich hier aussortiert und bei dem bin ich noch nicht sicher, ob es wegkommt oder ob ich es dann weiterverwende. Dann habe ich hier wieder super viel. Diese Glitzerblumen, die haben jetzt ungelogen 15 Jahre in meinen Küchen gestanden. 15 Jahre. Und ich fand die immer schön, aber ganz ehrlich, nein. Ist jetzt gut damit. Dann das Eyebrow Kit von NE Cosmetics habe ich jetzt auch aussortiert. An sich ist das ganz schön. Das ist so eine Augenbrauenpomade, die sehr gelig ist, mit so einem kleinen Pinselchen und auch mit einem kleinen Spoolie da drin. Aber ja, irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Ich benutze lieber Stifte, ich bin da pragmatisch. Und ja, werde das dann mal versuchen, gucken, ob ich das bei einer Freundin loswerde. Das ist jetzt so ein cremiges Produkt. Ich wüsste gerade sonst nicht, was ich damit machen soll. Mal später. Dann konnte diese Box jetzt noch gehen von Ikea. Und da waren halt, das war in der obersten Alex-Schublade, wo jetzt mein Nagelzeug drin ist. Oh Gott, was habe ich hier denn noch alles? So viel drin. Genau. Dann habe ich jede Menge Stifte aussortiert. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich diese Fineliner malen nicht mehr und Buntstifte habe ich einfach mehr als genug und deswegen kommen die weg. Dann habe ich hier noch so eine CD zum Brennen. Meinen alten Taschenrechner brauche ich auch nicht mehr. Ein Tacker, der nichts taugt. Eine Haarspange. Habe ich so in der Kiste gefunden, keine Ahnung dafür. Noch so ein Stift. Dann habe ich hier so ein bisschen Bastelzeug und kleine Heftchen, Bücher und dann habe ich hier noch so einen Autoaufkleber von Depeche Mode, den ich nie verwendet habe und der sicherlich nicht mehr klebt. Diese Dinger benutze ich auch nie. Dann habe ich hier so ein kleines Tütchen wieder ausgemistet mit Schmuck, den ich einfach nicht verwende. Kommt auch mit in die Flohmarktkiste. Dann hier so ein Ding für Pillen, das brauche ich nicht, weil ich nehme nicht jeden Tag Tabletten. Ein kaputter Charger.
Also ich habe den immer aufbewahrt, weil ich dachte, ja, wenn man dann das Kabel so richtig reindrückt und so ein bisschen zur Seite dreht, dann geht es trotzdem. Nein, geht nicht. Kein Bock. Noch mehr Stifte. Dann habe ich hier noch so ein Sandbeutelchen und hier noch so ein Halskettchen. Das kommt dann damit rein, das ich einfach nicht benutze. Ich stehe nicht auf Joker. Dann hier so ein paar Ersatz-Bambusstäbchen für die Duftlampen. Dann habe ich hier Stop and Grow. Das ist gegen, wenn man Nagelkauer ist, dann kann man sich das draufschmieren. Es schmeckt so penetrant widerlich, dass man da nicht mehr kaut. Mein Problem ist aber, ich knibble und kaue nicht. Deswegen bringt mir das nichts und ich kriege die Flasche nicht mehr auf. Und dann habe ich hier noch ein paar beige Echtlederhandschuhe. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Ich glaube, ich habe die Secondhand mal gekauft und die sind mir zu groß. Und ja, schön. Und ein paar graue Handschuhe aus Wolle, also so Strickhandschuhe. Die irgendwo hatte der ein Loch. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, an irgendeinem Finger hatte der ein Loch. Und ich habe davon noch zwei Paar, von daher ja. Also das ganze Zeug kommt dann auch schon mal wieder weg. Und das ist wirklich nicht wenig, ne? Also es sieht jetzt, es ist wirklich nicht wenig. Und was man noch verwenden kann, das kommt natürlich in meine Flohmarktkisten und ich schmeiße auch nicht einfach weg. Ja, wie gesagt, ich habe gerade das Outfit anprobiert. Ich schmeiße es dann auch nicht weg, aber oder gibt es meinen Nichten oder keine Ahnung. Aber ich hab halt im Keller habe ich eine große Flohmarktkiste stehen und einmal im Jahr, alle zwei Jahre, manchmal ist es da noch mehr als eine Kiste, inseriere ich die dann bei eBay Kleinanzeigen und wäre es mir gegen einen 6er-Trigger Pepsi Light oder Cola Zero abnehmen möchte, kann sich es dann abholen und es ist kein Schrott dabei. Also Schrott kommt bei mir auch in Schrott und ja, der ganze andere Kram. Was soll ich sagen, ne? Also das ist dann auch schon mal vorbei oder und weg. Also ja, in meinen Vlogs passiert einfach nichts. Das ist super langweilig. Es tut mir echt leid. Ja, was so meine Fitness angeht, hat mich mein Fahrradsturz tatsächlich ein wenig, wie heißt das, ausgebremst. Ne? Fahrradfahren geht nicht, weil ich keinen Druck auf mein Handgelenk haben kann und der Daumen, der ist halt verstaucht oder hier irgendwas da ist verstaucht. Man sieht es auch noch so ein bisschen verfärbt. Das heißt, ich kann nicht richtig greifen und beim Fahrrad nicht bremsen zu können. Ich meine, es ist genauso doof, zu hart zu bremsen, so wie ich es gemacht habe und dann über den Lenker gegangen bin. Ist doof, aber ja, was rede ich hier schon wieder? Ich rede und rede, ja. Es gibt gar nicht so viel Neues zu erzählen. Was könnte ich euch denn noch zeigen? Zuerst zeige ich euch mal, was ich bei DM gekauft habe. Da war ich nämlich irgendwie, ja, ich war drin, weil ich Nagellackentferner und Waschmittel brauchte. Waschmittel habe ich schon im Badezimmer stehen. Ist auch nicht so spannend, ich nehme mal die Eigenmarke. Und sonst habe ich nämlich noch gekauft, ja, wie gesagt, Nagellackentferner, weil meine jetzt fast leer ist. Und das hier fand ich echt spannend. Das ist Wolk 7 Vanessa Mai. Ich kann mit diesen Schlagertanten echt nichts anfangen, nehmt es mir nicht übel. Aber ich fand diese Palette echt total schön von, ja, von Alverde. Genau, das ist eine Limited Edition. Ich swatch euch das mal. Ja, super geswatcht. Ja, hier oben ist der Highlighter und Richtung Uhr ist dann der Bronzer. Fand ich ganz schön. Also in dem Pan sieht der Bronzer extrem schimmrig aus, aber ist ja gar nicht so. Also er ist nicht super matt, aber gefällt mir echt richtig gut. Und für 5 Euro habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen, um das zu testen. Bin ich mal gespannt. Kennt ihr das? Habt ihr euch aus der Range auch ein paar Sachen gekauft? Also da gab es so einiges. Und dann habe ich noch diese hübschen kleinen Ohrhänger mitgenommen, weil ich, ja, ich hatte mir ein Kleid bei Taco gekauft. Das ist das C&A-Kleidchen für 12,50 Euro. Ich finde das sehr schön und sehr besonders und es hat eine tolle Länge. Und es fühlt sich schön an. Ja, das habe ich dann auf jeden Fall mitgenommen, als ich auf dem Weg nach Hause war und noch kurz mal drin halten wollte. Und was ich halt auch entspannt fand, war, ich hatte die, also ich benutze ja super gern meinen Jade-Roller, den hatte ich euch ja über Rosenquarz-Roller, habe ich euch gezeigt. Und ja, dann hatte ich mir
bei Amazon nochmal diesen Jade-Roller gekauft, der ja auch ganz besondere Benefits haben soll. Und hier ist auch nochmal so ein Ding dabei für unter den Augen. Also hier ist ein Beipackzettel dabei und es ist alles ganz gut beschrieben. Und ich dachte, Mensch, das probiere ich jetzt mal aus. Genau. Das habe ich gekauft. Und dann wurde ich total angefixt von einigen Mädels, die total geschwärmt haben von diesen Make-up-Eiern. Und zwar sind das diese 6 Stück hier und die haben um die 12 Euro, 13 Euro gekostet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die sind super squishy, also ich bin sehr gespannt. Es sind 3 etwas größere und 3 kleinere. Die fühlen sich wahnsinnig weich an. Ich möchte gar nicht wissen, wie weich die erst werden, wenn man die dann nass gemacht hat. Ist echt der Shit. Also die wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, weil ich jetzt so viel Gutes davon gehört habe. Und das Real Techniques Ei ist nicht mehr, was es mal war. Und was ich auch bestellt hatte und super spannend finde, also wirklich toll, ist dieses Set hier. Also ist irgendwie alles ein bisschen doof mit einer Hand. Ich möchte keinen Plastikstrohhalm kaufen. Hier sind auch so kleine Bürsten dabei. Das finde ich mega klasse. Das sind 5 gebogene und 5 gerade. Mega. Ich verstehe nicht, warum es nicht 6 sind, weil meistens ist man ja zu 6, wenn man dann Gäste hat, aber egal. Egal. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich finde es schön, dass da auch so ein Jute-Säckchen drin ist, dass wenn man das dann in die Schublade packt, das nicht alles so aneinander knallt. Genau, ich werde aber, glaube ich, nur erstmal die 5 gebogenen in Gebrauch nehmen und die anderen in ihrer Schachtel lassen und weglegen, weil, ja, man muss es ja nicht riskieren, ne? Also ich bin ein bisschen grob schlecht, ich bin da ganz ehrlich mit euch, aber das hat mich doch sehr angesprochen, ne? Wir wollen ja ein bisschen was für unsere Umwelt tun, beziehungsweise nicht weiter schädigen und warum da nicht sowas? Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich meine Verlosung, mit der ich jetzt eigentlich warten wollte, bis, ich weiß eigentlich gar nicht, bis wann. Weil ständig warte ich, dass ich irgendwelche, weil ich Verlosungen habe und lasse die Sachen dann liegen. Und ich möchte es jetzt endlich mal loswerden. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das mal jetzt. Ich packe das mal eben auf. Ja, ich habe jetzt eine ganze Weile immer gesammelt und beiseite gelegt. Aber es wird jetzt echt mal Zeit, weil das Zeug wird ja auch nicht besser, ne? Muss man ja auch sagen. Und warum jetzt nicht einfach mal verlosen? Und zwar habe ich hier einen Blush von Catrice und Sunglow Bronzer. Die mochte ich immer total gerne. Dann habe ich von L'Occitane einen Lip Balm. Von Catrice ist hier so ein irisierendes Lippenstiftteil. Dann ein Blush. Und dann habe ich hier einen Lidschatten oder Augenbrauen. Eyeshadow Brush steht da. Eine Mascara, die ist super, von Catrice, die wasserfeste. Dann habe ich hier diese Sticks Lidschattenstifte von Catrice. Ein Augenbrauengel von Catrice. Dann habe ich hier so einen Mini-Cleanser von Tarte. Dann die Lidschattenpalette, hier diese The Blazing Bronze, wunderschön. Dann eine kleine Shape in a Box, also ein Puder oder Highlighter und Bronzer. Ganz toll. Von Pixi ein Augenbrauengel, ein Primer von Catrice, Fresh It Up. Dann habe ich hier ein paar hübsche Ohrringe von Primark und 2 Highlighter von Catrice. Und ja, ich schreibe euch mal in die Infobox, also ihr müsst da... Ihr müsst da jetzt nicht wundern, was für machen, einfach nur Abonnent meines Kanals sein. Und mir in die Kommentare schreiben, dass ihr es gerne gewinnen möchtet. Das war es eigentlich schon. Ja, und damit schließe ich dann auch meinen kleinen, nahezu uninteressanten Vlog ab. Aber naja, immerhin werdet ihr entlohnt mit einer kleinen Verlosung. Ist doch auch ganz nett, oder? Also ja, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wie gesagt, seid Abonnent meines Kanals. Und ich kontrolliere das auch, ne? Also ganz ehrlich, ich lose dann über random.org aus und... Also,
Der wählt dann aus, wer gewonnen hat. Und dann schaue ich nach, ob die Gewinnerin, der Gewinner tatsächlich Abonnent meines Kanals ist. Und wenn nicht, dann lose ich neu aus. Und selbst wenn ihr Abonnent meines Kanals seid und ihr habt diese Sichtbarkeit ausgeschaltet, sehe ich es nicht. Und dann ja, kann ich es leider nicht berücksichtigen. Da gab es in der letzten Zeit, also ich würde sagen, bei jeder Verlosung muss ich, nahezu jeder Verlosung muss ich mehrfach neu auslosen. Das ist immer sehr schade. Andererseits erwischtest du dann immer Leute, bei denen ich weiß, ich schaue schon länger zu, wie man's macht. Also, naja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr teilnehmt. Das wäre klasse. Ja, und sonst, es gibt wie gesagt nicht viel zu erzählen. Mein Leben ist nicht so spannend. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen aufräumen. Und dann ist mir gerade aufgefallen, wir haben 21.02 Uhr. 21.02 Uhr. Und was ich heute gegessen habe, ist bislang ein halbes Stück Käsekuchen. Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist zu wenig. Ich muss mir also jetzt was zu essen zubereiten, sonst, ja, ich werde nicht von einem Extrem ins nächste fallen. So, ich knutsche euch, drücke euch, hoffe, ihr schaltet wieder rein, macht bei der Verlosung mit und wir sehen uns bald wieder. Mua. Ciao!